Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute sprechen wir darüber, warum es klug ist, in Immobilien in Dubai zu investieren. Fangen wir an mit der stabilen Wirtschaft. Warum ist die Wirtschaft in Dubai so stabil? Ein Punkt, Diversifikation der Wirtschaft. Das heißt, die Stadt war traditionell auf den Handel und auf die Ölindustrie ausgelegt. Um die Abhängigkeit von der Handels- und Ölindustrie zu verringern, hat Dubai auch in Folgendes investiert. In den Tourismus, in die Immobilien, in die Luftfahrt, in Finanzdienstleistungen und auch in die Technologie. Dubai hat auch besonders in die Infrastruktur investiert. Das heißt, in den Ausbau des Hafens, in den Ausbau des Flughafens, auch Straßen- und Schienenverbindungen werden von Jahr zu Jahr erweitert und ausgebaut und natürlich in Freihandelszonen und in spezialisierten Industrieparks. Ein weiterer Punkt, warum die Wirtschaft in Dubai so stabil ist die politische Stabilität. Das heißt, von der Regierung wird ein sehr gutes Arbeitsklima unterstützt und es gibt natürlich klare und transparente Regulierung hier in Dubai. Ein weiterer Punkt ist die Unterstützung von Innovationen. Dubai zeigt ein starkes Engagement für neuheitliche Technologie und Innovationen. Man sieht es auch, Dubai möchte immer schneller, besser, größer sein. Besonders auch Startups, die sich in dieser Richtung spezialisiert haben, werden gefördert in Dubai. Im Allgemeinen ist Dubai sehr interessiert an Wachstum, an innovativen Unternehmen und allgemein an Wachstum an der Wirtschaft. Und all diese Faktoren stärken und stabilisieren die Wirtschaft hier in Dubai. Ein weiter wichtiger Punkt, warum man hier in Immobilien investieren sollte, ist der Wachstum an Anwohnern. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat kommen neue Menschen hier nach Dubai, um hier ihr Leben aufzubauen. Warum kommen sie her? Weil Dubai große Chancen und Möglichkeiten bietet, besonders in der Immobilienbranche, in der Handelsbranche, im Tourismus und auch in der Finanzbranche. Dubai bietet im Allgemeinen sehr viele Arbeitsplätze und auch Geschäftsmöglichkeiten an, was es vereinfacht, hier in Dubai leben und arbeiten zu können. Natürlich ist es auch für die neuen Anwohner sehr interessant, das steuerfreie Einkommen. Man kennt es, in Dubai gibt es keine Einkommenssteuer, das heißt, der Nettolohn ist viel, viel höher, wie zum Beispiel in vielen anderen Ländern. Das lockt, glaube ich, mitunter am meisten Menschen an, die hier arbeiten möchten, hier sich was aufbauen möchten, aber auch Großunternehmen, Influencer, die einfach diesen Steuervorteil nutzen möchten für sich. Dann haben wir natürlich auch den hohen Lebensstandard hier in Dubai. Wie definiert man den hohen Lebensstandard? Hier in Dubai hat man unzählige Freizeitmöglichkeiten, Unterhaltungsmöglichkeiten, erstklassige Schulen, was für Familien, die herkommen nach Dubai, sehr, sehr interessant ist und auch sehr, sehr wichtig. Eine sehr, sehr moderne Infrastruktur und man kann hier luxuriös wohnen. Es ist noch bezahlbar. Man kennt es von anderen Ländern, dass das Wohnen immer, immer teurer wird, weil es einfach immer weniger Wohnmöglichkeiten gibt. Und hier in Dubai kann man noch luxuriös wohnen, ohne ein Vermögen auszugeben. Kann man sich eine wunderschöne Villa mieten mit 250 Quadratmeter Wohnfläche und nochmal ca. 250 Quadratmeter Grundstück für umgerechnet ca. 3.500 Euro im Monat. In den meisten Städten, zum Beispiel jetzt auch in Deutschland, ist das nicht möglich. In Deutschland für diese Immobilie wird man viel, viel, viel mehr zahlen. Und darum bietet Dubai einfach noch dieses luxuriöse Wohnen. Ein weiterer Punkt, warum immer mal Menschen hier nach Dubai kommen und hier wohnen und leben möchten, ist die multikulturelle Gesellschaft. Hier in Dubai findest du eine Vielzahl an Nationalitäten, Kulturen und Sprachen. Es ist immer wieder fantastisch, wenn man an Events ist und an einem großen Tisch sitzt. Man hat so viele verschiedene Nationalitäten an einem Tisch und es ist immer super interessant, neue Kulturen, neue Sprachen und auch neue Religionen kennenzulernen. Und natürlich gibt es das Vorteil, dass Dubai nicht offen für neue Kulturen, neue Sprachen oder neue Religionen ist. Das ist ein Vorteil, das nicht stimmt. Dubai ist sehr tolerant und sehr offen für jede Kultur, jede Sprache und jede Nationalität. Noch ein Punkt, warum Menschen herkommen, und das habe ich in meinem letzten Video schon angesprochen, die Sicherheit, die Dubai bietet. Mitunter ist Dubai die sicherste Stadt auf der Welt.
Wir haben hier auch eine sehr hohe Präsenz an Sicherheitskräften und auch an der Polizei. Und man muss sagen, die Polizei genießt hier noch sehr hohen Respekt und Ansehen und ist wirklich sehr, sehr freundlich und sehr hilfsbereit. Sprechen wir nun über den Punkt steigende Immobilienpreise. Auch ein sehr interessanter Punkt und natürlich gerade auch für Investoren. Wer sich schon ein bisschen im Immobilienmarkt hier in Dubai auskennt, weiß, dass die Immobilienpreise hier in Dubai jährlich ansteigen. Immobilien, die man für einen gewissen Betrag vor 4, 5 Jahren kaufen konnte, haben sich im Wert teilweise sogar verdoppelt. Kommt immer ganz auf die Lage und ganz auf die Immobilienqualität an. Aber besonders Immobilien in Downtown, in Marina, in GBR, die Hotspots quasi von Dubai. Wer da vor 5 Jahren klug investiert hat, hat jetzt einen extremen Anstieg an der Immobilie bzw. an dem Wert der Immobilie. Auch durch den Bevölkerungswachstum wird die Nachfrage an Immobilien immer, immer höher. Direkt von den Bauträgern werden sehr gute Finanzierungsmöglichkeiten bzw. Finanzierungspläne angeboten, die bis zu 5 Jahren gehen. Das heißt, man braucht nicht direkt ein sehr großes Startkapital, sondern man hat zum Beispiel 25% des Kaufpreises Anzahlung und der Rest zahlt man monatlich oder im Quartal ab. Dazu mache ich aber noch ein Video und erkläre diese Finanzierungsmöglichkeiten bzw. die Finanzierungspläne der Bauträger genauer. Und wie vorher schon angesprochen, warum die Immobilienpreise in Dubai immer höher werden, ist natürlich die Knappheit an den Grundstücken. Wie gesagt, besonders in den Hotspots. Die Downtown Business Bay, direkt am Burj Khalifa, diese Area ist eigentlich schon sehr verbaut und der Bauplatz wird immer geringer. Das heißt, die Immobilien, die jetzt schon da sind, steigern sich im Wert von Jahr zu Jahr, da es einfach irgendwann keinen Bauplatz mehr gibt, aber die Menschen immer noch am Burj Khalifa leben möchten, in der Nähe der Dubai Mall. Heißt, die Immobilien rundherum und Downtown und Business Bay rundherum um Burj Khalifa werden immer im Wert steigen, weil es irgendwann keine Immobilien mehr nachkommen, wie auch die Areas am GBR, am Marina Yachthafen, GLT, auch diese Areas sind sehr beliebt, aber es sind immer nur noch wenige Baumöglichkeiten vorhanden. Und wenn jetzt zum Beispiel ein neues Projekt, ein neuer Tower gelauncht wird, das heißt, ein neues Projekt ist geplant und wird erbaut. Dieses Projekt, wenn die Bauträger es offiziell machen und man offiziell eine Immobilie oder ein Apartment da kaufen kann, Towers bzw. die Apartments in den Towers sind in wenigen Stunden verkauft, weil die Investoren wissen, dass in den Hotspots die Immobilien immer geringer werden und wenn man jetzt noch kann, sollte man in so einem Bereich investieren, wenn ein neues Projekt gelauncht wird. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist die internationale Anziehungskraft. Dubai zieht Millionen von Menschen an, weltweit, jedes Jahr. In 2019 waren es ungefähr 16,7 Millionen Besucher. Warum kommen die Menschen her und möchten Dubai erleben? Wir haben den Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Wir haben Burj Arab, eines der teuersten Hotels mit 7 Sterne, purer Luxus. Wir haben einer der größten Einkaufszentren, das heißt die Dubai Mall. Natürlich auch der Luxus zieht die Leute an, eine Yacht zu chartern oder mit seinem absoluten Traumauto in Dubai rumzufahren, ist natürlich sehr verlockend. Und natürlich das Klima. Hier in Dubai hast du eigentlich so gut wie immer Sonnenschein. Das zieht die Leute natürlich auch sehr an. Auch die Sicherheit, wie vorher besprochen, natürlich möchte man in ein Land reisen und erleben, wo man sich sicher fühlt, das bietet natürlich Dubai 100%. Noch ein sehr interessanter Punkt, gerade besonders für Handelsunternehmen, ist, dass Dubai in einer sehr strategisch guten Lage liegt. Was meine ich damit? Da Dubai an der Küste des arabischen Golfs liegt, liegt es an wichtigen Handelsrouten. Was es natürlich zu einem attraktiven Standort macht oder was es für Investoren interessant macht, in Handels- oder in Logistikimmobilien hier zu investieren. Ich könnte euch natürlich noch weitere Punkte aufzählen, warum es klug ist, hier in Immobilien in Dubai zu investieren oder in den Immobilienmarkt. Dubai lebt nach dem Sprichwort höher, schneller, weiter. Dubai wird
immer dran sein, neue Attraktionen zu bauen, neue Projekte zu planen, um Touristen, aber auch um neue Bewohner anzuziehen. Und ich muss euch nicht sagen, dass es jetzt sehr, sehr klug ist, in einer Stadt, die immer weiter wächst, eine Zukunftsstadt wird, eine Immobilie zu haben. Sei es, ob man selber drin wohnen möchte oder es auch vermieten möchte oder auch, als das Anlagekapital geplant ist. Dubai hat für 2040 einen wirklichen Masterplan aufgestellt. Es kommen atemberaubende Projekte auf uns zu, neue Gebäude, die einfach nur unreal werden. Das heißt, Dubai ist immer wirklich dran, immer besser zu werden. Und deswegen ist es wirklich sehr, sehr klug, hier eine Immobilie zu haben, weil auch Dubai kommt irgendwann an die Kapazitätsgrenze, was Wohnungen, was Bauplatz, was Grundstücke betrifft, gerade besonders in den Main Spots. Wenn du noch dazu irgendwelche Fragen hast, irgendwelche Anregungen, lass es mich wissen, schreib mir eine WhatsApp, schreib mir auch gerne eine E-Mail, du kannst mir auch gerne eine Brieftaube schicken, egal wie. Du kannst mich jederzeit kontaktieren. Und wenn du ein Thema hast, das dich sehr interessiert, wozu ich vielleicht auch mal ein Video machen soll, schreib es mir gerne unten in den Kommentaren. Bis dahin wünsche ich dir noch einen fantastischen, erfolgreichen Tag und wir sehen uns in meinem nächsten Video.